Hallo und herzlich willkommen im Wald. Kleines, ganz spontanes Video. Es geht hier um dieses Ding daneben hier, das kleine. Das ist die Tanne. Survival Baumwissen Tanne. Und das ist jetzt dahingehend ein sehr kleines, sehr kurzes Video, weil es zur Tanne wirklich kaum hervorstechende Eigenschaften, die es irgendwie für Survival-Zwecken, Survival-Szenarien interessant wären, gibt. Tanne ist ein Nadelbaum, hat damit Harz, hat aber für einen Nadelbaum sehr, sehr, sehr wenig Harz. Insbesondere im Holz ist recht wenig Harz drin. Ansonsten sind die Holzeigenschaften sehr ähnlich denen der Fichte. Fichte ist relativ leicht und relativ weich, dabei aber trotzdem sehr gut stabil, sehr hohe Elastizität, sehr gute Festigkeitswerte für ihr geringes Gewicht. Und diese Eigenschaften hat weitestgehend auch eben entsprechend die Tanne. Wollt ihr euch also ein Blockhaus bauen? Wenn die Zivilisation zusammengebrochen ist, bitte nur dann. Tanne ist relativ wertvoll und an Tanne rumschnibbeln, wenn es nicht unbedingt sein muss, das wäre schon ein größerer Schaden am Wald. Aber wenn die Zivilisation zusammengebrochen ist, dann wäre Tanne zum Beispiel neben Fichte so das ideale Holz, um sich damit halt irgendwie in irgendeiner Form eine Blockhütte zu bauen. Ne? Man kann es selbstverständlich verbrennen. Es ist Holz, es brennt. hat keine hervorstechenden Brenneigenschaften, also weder gut noch besonders schlecht. Dadurch, dass es ein Nadelholz mit relativ wenig Harzanteil, dabei aber leicht und sehr stabil ist, eignet es sich auch gut für irgendwelche Schnitzarbeiten, irgendwelche Haushaltsgegenstände in Anführungszeichen. Potenziell kann man sich da auch irgendwelche Wanderstöcke draus machen oder halt sonstiges dünnes Material. Wenn man so kleine Tannenbäumchen hier absägen möchte, dann kriegt man auch recht gut dünnes, gerades Material für irgendwelche Stangen, die man zum Hüttenbau oder sonst was verwenden kann, eben damit hin. Aber wichtig, das ist jetzt wirklich für eine Situation, in der die Zivilisation zusammengebrochen ist. Tanne ist was Wertvolles, was Seltenes, wichtig für die Waldökologie. Lasst da die Pfoten davon, wenn ihr nicht mindestens von 5 Zombies verfolgt werdet. Ne? Außerdem, der Förster wird euch wirklich killen, wenn ihr anfängt, seine Tannen zu killen. Dann killt er zurück. Das war's schon. Man kann an der Tanne theoretisch die Samen essen, an die kommt man aber noch weniger ran als bei anderen Nadelbäumen, weil die Tanne ihren Zapfen oben am Baum in der Krone auseinanderfliegen lässt und dann fliegen die Zapfen quasi direkt oben aus der Krone bereits ineinander. Also man könnte nur einen einzelnen. Also die Zapfen fliegen nicht, die Samen fliegen aus den Zapfen und die fliegen in alle Lande. Man könnte also höchstens einen einzelnen Samen aufsammeln und den verspeisen, wenn man den dann irgendwo findet. Das bringt es hinten und vorne nicht, die wiegen unter 1 Gramm pro Samen, also völlig lächerlich. Die Nadeln können für einen Tannentee verwendet werden, einen Tannennadeltee. Und das ist schon mal beim letzten Nadelbaum, glaube ich, angemerkt worden. Man kann bis auf die Eibe theoretisch jeden Nadelbaum verwenden, um sich mit den entsprechenden Nadeln einen Tee zu kochen. Der schmeckt aufgrund des Harzgehalts, das auch in den Nadeln drin ist, immer relativ interessant, sage ich jetzt mal. Man kann auch sagen lecker. Ich persönlich bin der Meinung, Tanne neben Douglasie sind die beiden, die den leckersten Tee ergeben. Deswegen sage ich es hier jetzt mal dazu. Wenn ihr überhaupt Tanne bei euch habt. Ne? Tanne ist im Schwarzwald häufig, überall sonst relativ selten. Und auch im Schwarzwald jetzt auch nicht überall häufig. aber das war's. Medizinische Anwendungen gibt's auch kaum. Harzanwendungen gibt's ebenfalls kaum, weil man halt kaum Tannenharz bekommt. Tannenkienspan habe ich noch nie gesehen. Kann sein, dass sowas entstehen kann. Dann wäre es aber super selten. Das heißt, fangt gar nicht erst an, danach zu suchen. Das war's zur Tanne. Sorry wegen dem Autofokus. Erstens wackel ich hier rum. Zweitens ist es wirklich ziemlich duster inzwischen. Genau, halten wir mal die Kamera da drauf, das verwackelt wenigstens nicht. Und das wäre es dann auch, wie gesagt, eben gewesen. Ne? Macht's gut. Tanne halt irgendwie so ein Negativbeispiel für einen nicht sehr nützlichen Baum. Da müssen wir auch mal durchkauen, muss auch mal sein. Dann wisst ihr das wenigstens jetzt, dass ihr die Tanne nicht wahnsinnig wichtig finden braucht.